Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, mal wieder zu einer Runde Survival Games auf Hive. Es ist nämlich 23:30 abends. Das heißt, man kommt auch wieder in Hive in Lobbys rein. Leider habe ich Pech gehabt mit der Map Dryborn Valley. Ich bin auf dieser Map immer so ein bisschen am Arsch, muss ich gestehen. Egal wo ich hinlaufe, ist es falsch. Finde ich keine Kisten oder ich bin sofort tot. Los! Okay. Wir haben ein bisschen was. Wir haben eine Angel und wir haben schon mal Pfeile. Ist auch viel wert. Gleich die Angel in die Hand nehmen. Wenn wir drohen können, weil es jemand kommt. Oh, das habe ich doch schon mal. Okay, die erste Hürde hatte ich elegant gelöst. Solange ich die meisten wenigstens hochgesprungen komme. Ohne zu stoppen. Ah, hier sind die Stufen, da brauche ich nicht springen. Vielleicht doch ein paar Schankfehler gerade. So liebt man Minecraft doch, so liebt man Minecraft. Ich hoffe, es läuft mir keiner hinterher. Sonst habe ich gleich ein Problem. Ich habe Bogen, ich kann mich also schon mal wehren. Alle Schweinchen. Da ist nichts drin. Da war eine Kiste. So, wir haben jetzt auch eine Axt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Kuchen, den können wir gleich essen, wenn wir wieder runterkommen. Jetzt haben wir eine Kiste. Nein. Ich kann irgendwie Herzklopfen, das Gefühl, hier kommt gleich einer. Ah, bisher sieht es ja nicht so aus, wenn hier irgendjemand in diese Richtung gelaufen ist. Dann haben wir ja schon mal Glück gehabt. Ja, ich mache das jetzt einfach nur so aus Spaß, das Video hier. An Spaß. Wegen Spaß am Survival Games. Nein, und zwar als Infovideo, für euch. Okay, ein Stock ist gut. Ein Schwert meine ich. 4, 4. Okay, da tut sich nicht. Nehmen wir das Schwert. Und zwar wird jetzt morgen und auch wahrscheinlich übermorgen, mit Pech auch übermorgen, erstmal kein Video von mir kommen. Magst du, dass ich Schritte höre? Aber ich höre keine. Ich höre mal meine Schritte und denke mir so, oh, Schritte, war da gerade ein Name? Fällt mir Sache ein. Doch, da war ein Name. Der nicht mehr merkt, dass wir hier sind. Sorry. Und wir killen jetzt aber schnell die ganzen Schweine. Vorhin, es fällt auch auf, wenn jemand schon die Schweine rausgelassen hat. Naja. Ja, und zwar, es kommt deswegen jetzt erstmal kein Video, weil ich momentan kreativ ein bisschen ausgelaugt bin. Ich brauchte einfach eine Pause, um euch wieder vernünftige Sachen aufzunehmen. Das ist jetzt schon gestern und vorgestern gemerkt. Auch den ganzen Stress mit dem Netherportal, mit den Pferden, dass ich einfach gerade echt so, was Minecraft angeht, was das Let's Play angeht, echt so ein bisschen kreativlos bin. Zwar noch ganz viel coolen Stuff, was ich allgemein mit euch vorhab, was ich bauen möchte und so. Ja, den Zoo, den wir noch bauen wollen. Also nebenbei bemerkt, mein Freund spielt Dota. Und ich glaube, es läuft nicht gut. Ja, und dann muss man nochmal weiter gucken, was man dann noch bauen kann alles. Gibt sehr viele Optionen, die man hat. Ja, das kann ich alles da lassen. Ja, man kann ja echt so viel bauen. Und ich hatte auch echt noch einiges vor. Ich frage mich gerade, wo der ist. Daneben, leider. Der laggt.
Okay, ist mein Pfeil wieder einsammeln. Aber der weiß nicht, dass wir hier sind. Ja, super, du hast all das, was ich brauche. Das Pfeile, das finde ich sehr cool. Ich habe Eisenhelm, ich habe Eisenschwert. Sehr cool, der hat uns jetzt echt super ausgestattet. Alles weg, was wir nicht brauchen. Alles weg, was wir nicht brauchen. Ich zweifle, dass hier oben jemand findet. Das Goldschwert kann weg, die Axt kann weg. Das kann weg, das kann weg. Elf Pfeile, sehr schön. Ja, er hätte ein bisschen auf die Geräusche achten sollen, dass ich auf ihn geschossen habe. Dann hätte er es gemerkt. Weil, also ich höre das sofort, wenn jemand Pfeil nach mir schießt. Von daher weiß ich dann auch sofort, okay, dass er jemand hinterher ist. Er hat zwar ein bisschen geleckt, aber ich glaube, hören hätte man das trotzdem müssen. Das heißt, er hat wahrscheinlich oben die ganzen Kisten gelootet. Nein, doch nicht. Sehr schön. Das ist ja mal meine... Mein Plan ist immer so an der Wand langlaufen. Da sind ja immer viele Kisten. So, wo war ich jetzt? Ach ja, Minecraft-mäßig, wie gesagt, ich bin da momentan ein bisschen ideenlos und auch kraftlos, lustlos, das aufzunehmen. Und da habt ihr dann ja auch nichts von, deswegen ist es erstmal einfach nur pausiert. Also keine Panik, es ist einfach nur pausiert. Ich habe einige Ideen. Ich werde mich jetzt Tage dran machen, dass ich mein COD-Video schneide und render, dann kommt das auch noch hoch. Die Tage, ich werde gucken, vielleicht nehme ich dann statt Paradies dann ein bisschen PvP auf. Ich muss mal gucken. Ja. Alleine ist es ja auch mal so meistens recht unspannend. Ich meine, jetzt gerade hier die Runde läuft ja ganz gut für mich, ne? Zwei Leute gekillt. Gutes Equip. Läuft ja gerade ganz gut für uns. Ich weiß, dass da unten noch eine Kiste ist. Manchmal, okay. Ja, nicht immer, nicht immer. Nein, nein. Und ja, ich werde noch ein bisschen an meinem Kanal arbeiten. Mein Kanalbanner ist ja schon neu. Ich werde gucken, dass ich mir mal ein neues Intro und angepasstes organisiere. Weil Kanal ja nicht mehr Alkira spielt heißt. Ich habe doch gerade zugegessen, ich habe doch eine Kiste geöffnet. Okay, strange. Ich glaube, bei Stefan läuft es nicht gut in Dota. Ich habe noch einige Formatideen für Minecraft, die ich allerdings nicht alleine umsetzen kann und ich mich noch nicht entschieden habe, mit wem ich das gerne machen möchte. Da tue ich mich momentan schwer. Manche Leute, ja, zwar einige Leute, die ich gerne habe, mit denen ich auch gerne spiele, aber mit denen ich nicht so langwierige Projekte eingehen möchte, weil ich es schon oft genug jetzt erlebt habe, dass Kontakte gehen, also kommen und gehen und ja, das finde ich dann ein bisschen ärgerlich und dafür ist mir die Idee eigentlich zu gut. Also ich bin von der Idee wirklich sehr überzeugt von den Formaten, was ich jetzt mir überlegt hatte. Da besteht auch noch viel Möglichkeiten, sich da dann mit einzubringen und so. Aber perfektioniert ist es bestimmt noch nicht. Kann ich da Items drauflegen? Reagiert das? Nö. Hätte sein können. Kenne mich damit nicht so aus. Ja, da muss ich da mal gucken. Wie gesagt, KFTD mache ich mich ran. Ich mache mich dran, meinen Kanal insgesamt zu verbessern. Habe ich alles gezählt jetzt, was ich erzählen wollte? Ganz ehrlich, ich bin ja froh, dass ich so multitasking fähig bin. Vergesst zwar dann gerne mal, was ich schon erzählt habe und was nicht, aber das Spielen, Kämpfen und ne, nebenbei labern, das klappt doch im Großen und Ganzen ganz gut, finde ich. So.
So. Ist aber auch schon leer. Schade. Schade, schade. So, schauen wir hier mal rauf. Was ich noch ansprechen könnte. Livestream. Kam ja eigentlich immer ganz gut an, die Idee. Ich hatte ja bisher nur einen gemacht. Der kam, glaube ich, auch ganz gut an bei den Leuten. Also ich war, aua. Ein bisschen kritisch dazu, darüber. Ach, wie auch immer. Also ich war immer ein bisschen kritischer gewesen. Ja, aber was ich falsch gemacht habe, das weiß ich. Und das werde ich auch nicht wieder machen. Oh Mann, ich erschrecke mich immer vor meinen eigenen Schrittgeräuschen. Weil ich dann immer denke, oh Gott, da ist jemand. Das ist dumm, ich weiß. So ist das. Wie viel leben denn noch? Es muss nur einer sterben. Aber ich möchte nicht derjenige sein. Ich möchte gerne noch bessere Rüstung finden. Ich weiß aber auch nicht wo, aber... Und ich habe Angst, dass die anderen vier Teams sind. Also zwei Zweier-Teams. Wäre ja möglich. Zwar mein Eisenschwert, aber ich habe auch kein Level. Oh, wir hätten das Huhn davon töten sollen wegen EP. Das habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Dafür war ich jetzt doch schon so sehr in meinen Gedanken drin. Oh, es ist jemand gestorben. Wunderbar. Bin ich jetzt schon... Ich bin ja schon, glaube ich, fast komplett rumgegangen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich auf dieser Map echt nicht gut aus. Aber wir kommen jetzt so schnell auch nicht mehr hier heile runter. Oder? Ohne Schaden zu kriegen. Na gut, jetzt sind wir unten, jetzt haben wir auch keine Zeit mehr irgendwo was gucken zu gehen. Wir nehmen uns einfach unseren Bogen und hoffen jetzt das Beste. Es sind noch genau drei Gegner. Ich hoffe einfach mal, dass alles Einzelgegner sind, dass da kein Team bei ist. Das wäre mies. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Jetzt ist es ist ja eigentlich eine ganz passable Runde geworden. Eine vernünftige, lange Runde, nicht so kurz. Jawohl. Den erste haben wir runtergekickt. Und dich machen wir auch noch fertig, weil ich habe ein Eisenschwert und du nicht. Jawohl. Das war doch jetzt ein schnelles Finale. Also wie wir die runtergekickt haben. Also das fand ich schon sehr lässig. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Seid mir nicht böse. Ich versuche euch halt dafür andere Videos als Ersatz zu bringen hoch. Wenn mal ein Tag kein Video kommt, halt nicht böse sein. Und ja, es kommt auf jeden Fall dann noch wieder was. Ich muss halt nur erstmal wieder ein bisschen ja, entspannen, was das angeht und wieder meine Kreativität fließen lassen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Alkira.